Hallo und willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe der Einbaututorials. Es handelt sich hier um einen Mercedes-Benz Actros MP4. Hier wird ein GPS-Auge MI6 verbaut. Und wie auch schon in anderen Videos zu sehen, erfolgt hier der Abgriff des digitalen Tachos. Der kann FMS-Daten mittels CAN-CROC. Die Besonderheit in diesem Video ist, dass wir einen Bluetooth-Tag installieren werden in einem Auflieger und ein Empfangsgerät im Bereich des Armaturenbretts. Es gibt schon ein Video über den MP3 und dort besteht die Möglichkeit, dass die gesamten Komponenten im oberen Bereich beim digitalen Tacho installiert werden können. Dort wurde die Spannung abgegriffen, das CAN-CROC und ebenso wurde dort das Bluetooth LE Lesegerät installiert. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf den MP4. Hier ist es grundlegend anders und dies möchte ich im Video kurz erklären. Wir entfernen im ersten Schritt vorsichtig die Zierleisten mit Hilfe eines dafür vorgesehenen Plastikwerkzeugs. Dahinter befinden sich Torx-Schrauben, die wir lösen können und einmal das Armaturenbrett öffnen können und zum anderen den Sicherungskasten. Sehr angenehm beim MP4 ist, dass im Armaturenbrett fast alle Schrauben identisch sind. Um den Sicherungskasten nun öffnen zu können, ist auf der rechten Seite noch eine Blende jeweils mit drei Schrauben verschraubt. Diese entfernen wir und können den Sicherungskasten öffnen. Damit wir nun die Abdeckung des Armaturenbretts abnehmen können, müssen wir vorerst einen Lüftungsschacht lösen. Das Lüftungsgitter muss nicht ausgebaut werden, sondern muss nur ein wenig zur Seite gezogen werden, damit man die Abdeckung herunterkriegt. Wir haben nun die Armaturenbrettabdeckung und den Sicherungskasten freigelegt. Wir können nun beginnen, die Komponenten zu installieren. Wir beginnen damit, das Kabel des digitalen Tachos an der A-Säule herunterzulegen, um anschließend Stecker C und D zu kontaktieren. Hier ist wieder ein vorkonfektioniertes Kabel mitgeliefert. Von der A-Säule kommend lässt sich das Kabel des digitalen Tachos sehr schön im oberen Bereich des Armaturenbretts durchlegen. Ich gehe jetzt nicht weiter auf den digitalen Tacho ein, dies ist in anderen Tutorials ausführlicher erklärt. Wir wollen uns hier auf das Bluetooth LE Modul konzentrieren. Das Remote Download Kabel stecken wir dann anschließend in den Port DTCO. Wir legen das Kabel vom digitalen Tacho an der A-Säule entlang nach unten. Wichtig ist, zuerst hier unter die Verkleidung zu gehen, da die Verkleidung der A-Säule hier noch etwas nach unten wandert und das Kabel sonst beschädigen würde. Danach habe ich hier einen Weg oberhalb der Tachoanzeige und hier unten durchgewählt. Wir werden alle Kabelenden zu einem zentralen Punkt legen. Wir haben uns für eine Position mittig auf diesem Lüftungsrohr entschieden. Kabel vom digitalen Tacho haben wir verlegt. Als nächstes kommen die GSM- und GPS-Antennen. Die GSM-Antenne haben wir am Armaturenbrett befestigt, im Bereich der Scheibe. Und die GPS-Antenne befestigen wir mittels eines Magnetfußes links vom Armaturenbrett am Rahmen. Nun können wir auch schon beginnen, unsere CAN-Daten abzugreifen. Im rechten oberen Bereich des Sicherungskastens finden wir viele Möglichkeiten, uns auf den CAN-Bus zu klemmen. Die Kabelfarben sind grün-blau, in dem Fall ist grün CAN-Low und blau CAN-High. Auch an dem Kabel von dem CAN-CROC ist ein vorinstallierter Stecker und den stecken wir einfach in den CAN-1. Wie hier auch schon zu sehen ist, haben wir schon das Pluskabel installiert mitsamt Sicherungshalter. Wo man das Plussignal abgreift, ist nicht vorgegeben. Man muss nur darauf achten, dass es sich um Klemme 30 Dauerplus handelt. Dann schließen wir noch das Massekabel an einem dafür vorgesehenen Massepunkt an. Plus und Masse gehen nun auf den Transbinderstecker für unser MI6. Achten Sie darauf, dass die Sicherung erst am Schluss eingesetzt wird. Die Installation der Kabel ist soweit beendet. Da alle Anschlusskabel mit dementsprechenden Steckern versehen sind, muss hier fast nichts gelötet werden. Und im letzten Step installieren wir unser Bluetooth LE Modul. Dieses Modul hat ebenso schon einen vorgefertigten Stecker und muss auch nur in das MI6 eingesteckt werden, auf den Digitaleingang. Nun werden die Kabel noch schön verlegt und verschlauft. Bitte achten Sie aber bei den Antennen drauf, dass die Schlaufen nicht zu eng gewickelt sind. Und nun können wir schon alle Komponenten anschließen. Den Transbinder, die Antennen, GPS und GSM. Sowie das CAN-CROC, den digitalen Tacho und unser Bluetooth-Lesegerät. Die Position des MI6 haben wir, wie schon anfangs erwähnt, mittig auf dem Lüftungsschacht geplant. So haben wir das auch getan und nun werden wir das MI6 noch mit zwei Kabelbindern um den Lüftungsschacht sichern.
Nun kommen wir eigentlich zum Kernthema, der Bluetooth-Tag. Diese Komponente sollte man möglichst weit oben anschrauben im Auflieger. Dieser Tag hat zwei Sensoren, einen Lichtsensor und einen Temperaturfühler. Und hiermit kann eine lückenlose Kühlkette nachgewiesen werden. Angenommen, die Laderampe würde sich öffnen, hat man sofort einen Temperaturabfall zu verzeichnen. Ebenso, wenn das Licht an der Decke angeht, könnte dies auch ein Hinweis sein, dass die Kühlkette unterbrochen wurde. Daher haben wir einen Punkt knapp unter der Decke gewählt. Zum einen kann man diese Komponente dann nicht beschädigen durch einen Rollcontainer oder ähnliches. Außerdem ist gewährleistet, dass der Fotosensor in diesem Tag auch einwandfrei arbeiten kann. Wir haben vor allem darauf geachtet, dass der Sensor sich möglichst nahe an einer Deckenleuchte befindet. Hier zum Beispiel schön zu sehen. Das Bluetooth-Tag-Lesegerät befindet sich relativ weit unten. Beim MP3 war es möglich, das Ganze auf der Kopfseite einzubauen. Aber auch hier ist die Funkstrecke nicht zu groß und es wird eine Verbindung gewährleistet. Wir haben auch speziell darauf geachtet, dass sich in der Nähe des Empfängers keine Metallteile befinden. Das war's auch schon. Jetzt bauen wir wieder alle Abdeckungen und Blenden zusammen. Das ganze Video war jetzt etwas gestrafft. Es gibt, wie schon erwähnt, ein Video des MP3s und dort wird ausführlicher auf gewisse Dinge eingegangen. Wir werden uns gleich nochmal kurz im GPS Explorer wiedersehen und dort werde ich kurz zeigen, wie dieser Tag arbeitet. So, und hier sind wir auch schon. Wir haben hier den Account eines Speditionsunternehmens, welches für bekannte Discounter Kühlware fährt. Wir gehen jetzt einfach mal auf Bluetooth Tags und auf Übersicht. Und jetzt werden uns alle in dem Account verfügbaren Bluetooth Tags angezeigt. Wir haben hier vorne die Bezeichnung, quasi das Nummernschild des LKWs. Dann haben wir die dazugehörigen Auflieger und hinten haben wir die letzte Position des Aufliegers. Und auf der rechten Seite haben wir auch noch die Möglichkeit einer kurzen Vorschau. Wir wollen uns das Ganze in der Übersicht anschauen, dafür haben wir hier oben einen Button. Und nun sind alle Fahrzeuge zu erkennen, die so einen Tag installiert haben im Auflieger. Wenn wir jetzt dort näher ranzoomen, bildet sich dort ein Dropdown-Menü und dort können wir erfahren, welche Werte der Tag liefert oder geliefert hat. Das ganze Thema wird hier nur leicht angeschnitten. Wenn Sie noch ein paar mehr Details wissen möchten, dann schauen Sie sich bitte das Video des MP3s an. Dort wird speziell auf einige Sachen eingegangen. Wir sind nun schon am Ende unseres Kurztutorials. Wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Thema oder zu anderen Themen, dann kontaktieren Sie bitte den GPS Overview Customer Support. Ich für meinen Teil darf mich nun verabschieden und freue mich aufs nächste Mal.